Hallo zusammen, da sind wir wieder. Amtiken. Nanu? Amtiken. In der Late stelle ich das her. Was war denn die Late nochmal? Late ist hier oben das Grüne. Das oben. Oben. Ah ja. Amtiken, machen wir mal 30 Stück. Oh, das geht ja schnell. Vielleicht trinkt der Hund ja Grain Alkohol. Also, keine Ahnung, wenn der lange bei uns ist, dann ist er wahrscheinlich da irgendwann drauf angewiesen. Wir hatten doch mal so extrem viele Dosen. Wo sind die denn hin? Die habe ich verbraucht. Stimmt gescrappt, gell? Nee, die habe ich verbraucht, die Dosen. Ah ja, ich verstehe. Ja, für die Hundesachen halt, ne? Ich habe jetzt gerade 32 hergestellt. Und die fülle ich jetzt mal auf dem Dach mit Wasser. Was ich eigentlich immer noch begrüßen würde, dass sich draußen Sachen automatisch füllen, wenn es regnet. Wir haben ja draußen wieder schlechtes Wetter. Mhm. Game Room. Kill Chicken. Use Nail Gun. Ja, haben wir nicht. Gut, ich flitze nochmal schnell zum Händler, dass wir mal da waren. Dann bringen wir unseren Scheiß weg. Ist da jetzt was drin? Sieht so aus, ne? Oder? Ja. Ja, jetzt sieht's anders aus. Ja. Ja, jetzt ist was drin. Okay, ich kann den Hund aussetzen. Ich hoffe, dass der nicht gleich direkt in die Spikes rennt. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg mit dem Hund. Ich höre einen Zombie draußen irgendwo. Gepflanzt hat. Irgendwo habe ich einen Zombie, glaube ich, gehört. Ja, falsche Richtung. Das ist bläuliche, das Licht. Was halt? Was denn? Wenn man die Bäume gepflanzt hat, die Fruchtbäume, ja. Wie lange brauchen die oder brauchen die was, um diese, bis die wachsen oder machen die das von allein? Die machen das von allein, das kannst du unterstützen, indem du Wasser zugibst. In Form einfach drüber kippen oder? In die Nähe Wasser kippen. Okay. So. Auf zum Händler. Was mache ich denn mit der Pfeife? Schau in Inventory, schau dir das an, da steht, ach, was mit du machen kannst, welche Befehle. Numpad, ja. Numpad 2, follow. Ich hab doch irgendwas auf Numpad gelegt. Numpad 2. Mal gucken, ich werde mich wahrscheinlich gleich muten. Folgt der mir jetzt? War die Waffe gewesen. Jetzt. Irgendwie da habe ich nicht das Gefühl, dass der mir folgen will. Num 1, not follow. Num 2, follow. Ja, mit 1 mute ich mich und mit 2 entsperre ich mich wieder. Mhm. Es sieht nicht so aus, als würde mir hinterherlaufen. Warte mal. Ey. Also, wenn er 50 Meter Abstand hält. Error. Du musst erst den Ball werfen. Okay. Error. Verdammt, wo rennt denn der Hund ganz hin? Oh, shit. Der TS hat ein Problem mit mir. Der hat mich eben gesperrt schon. Ball werfen. Okay, komm mal her. Ball. Hier, da. Hund. Ball. Ich hoffe nicht, dass der in die Spikes rollt. Hund, da, Ball! In die Spikes rollt. Oh. Ja, wo ist Ball? Wo ist ein Ball? Hier ist der. Wo ist der Ball denn hin? Ich hab den Ball verloren. Moment, hier war doch was. Ja, man muss den Ball flach halten. Hat der Hund jetzt den Ball? Wo ist denn der Ball? Den habe ich doch hier hingeworfen. Der Hund findet den Ball gerade nicht. Okay. Weil der Hund dumm ist. Der Ball verschwindet manchmal. Na, klasse. Ansonsten macht er also einfach der Ball auf Fortschreiben. Also der Ball verschwindet manchmal. Okay. Ey. Pet Doy. Nee. Aus Fortschreiben machst du dir den nicht. Den Eimer? Ich rede doch vom Ball.
vom Eimer. Ich muss mich jetzt beeilen, bevor der Hund hier wegläuft oder wegstirbt. Böser Hund. Und ich muss im Teamspeak gleich mal die der Hund tut meine, meine komplette Belegung umändern, weil wegen dem Nummernblock. Ja, der TS kickt nicht, ne, sonst. Okay. Pet Toy. Ach nee, Duct Tape brauche ich dafür. Ich brauche gar keinen Fortschreibung. Duct Tape. Pet Toy. Machen wir gleich mal drei Dinger. Was ist das eine schwierige Grafikdarstellung gerade? So. Das heißt, man zeigt den Status. Sekunde. Extras. Optionen. Hotkeys. Entfernen. 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 Okay, alles klar. So, Hund. Habe ich schon gesagt, dass ich Katzen mag? Alter, was ist die Katze? Geil. Hat jemand den Hund gesehen jetzt draußen? Nö, ich habe den Hund gerade nicht gesehen. Aber ich höre ihn nicht. Ich habe ihn gerade gesehen. Hier hechelt er. Hund, komm mal her. Hund. Pass auf, lauf mal dahin. Wo ist denn der Ball jetzt hin? Der kann eigentlich schon wieder weg sein, der Ball. Das ist der zweite Ball, der einfach weg ist. Komm mal her. Hier, Ball. Hallo? Rede doch mal. Hund? Ball, komm. Der Ball ist schon wieder weg. Das ist nicht normal. Das stimmt doch was nicht mit dem Ball. Throw a pet toy and your pet will go for it. Keep, ja, vergiss es. 16 Uhr, das Straße. Reicht doch für einen Trip. Ja, ich kann auf die Straße mal gehen, aber der Hund ist ja nicht hier. Ich habe das letzte Jahr auch auf der Straße verloren. Also, mal gucken. Wie weit muss der Hund da... Ich glaube, du musst ja erstmal ein bisschen an dich binden, ne? Erstmal Ball spielen und so. Ah, jetzt ja. Läuft er hin. Danke. Ja. Vielleicht frisst er, also wie beim echten Hund, manchmal werden die Bälle gefressen. Ja, ohne Scheiß, der ist schon wieder weg. Das verbraucht so jedes Mal, das verbraucht jedes Mal 10 Duct Tape. Und wenn du seinen Bauch streichelst und den Knufz machst, ne? Und das ist dann der Ball, der im Magen ist. Ja, kennt man ja. Weil Hunde dumm sind. Okay. Wir nehmen jetzt mal das Halsband. Was mache ich damit? Rechtsklick, Linksklick. Oh. Ich glaube, draufschlagen und dann kriegst du die Info. Ja. Oder? Human Hand, Animal Hand, Loyal, Happiness 4. Ja, ich bin auch nicht glücklich mit dir. Köter. Ich hoffe, der findet seinen Napf wenigstens. Ich habe gar keinen. Ich habe gar kein Inventar bei dem Hund gesehen, dass ich da E drücken kann oder so. Und was willst du hier nur reinpacken? Ich will die Bälle aus dem raus. Okay. Ich bin echt am Überlegen, ob ich ihm den Hund nicht wegnehme. Nicht, dass er noch auf die Idee kommt, ihm verschimmeltes Brot zu geben, damit er Durchfall kriegt. Ach, der kriegt ganz andere Ideen. Ich würde mir eher Gedanken machen, was er für einen Dummy hinstellt. Ich finde das gerade sehr suspekt. Okay, der Hund hat keine Metall, die Bälle verschwinden manchmal. Nimm ein Messer, wenn du die Bälle zurückhaben willst. Genau, musst den Hund aufmachen. Über Snatch. Kennt jemand Snatch, den Film Snatch, Schweine und Diamanten? Ja, ich glaube, ja. Da war auch dieser Hund, der diesen Ball, diesen Gummiball geschluckt hat.
Und die ganze Zeit, wenn der Hund gebellt hat, immer so ein und hörst du so ein Das ist so geil. Alter, das ist so ein geiler Film. Ich würde eine kleine Rampe bauen, wo der Ball abprallt. Auf den Rückframes bleibt er liegen. Das Problem an der Sache ist ja, dass der Ball, sobald der Hund dran ist, dann der Ball weg ist. Also er blieb ja eben hier auch liegen. Und dann, ja, dann hat der Hund den Ball gefressen oder so. Wir versuchen das nochmal. Und sonst mache ich wirklich mal irgendwas aus Holz. Holzball. Hund? Hier, der Hund. Komm mal da. Ein Holzball. Ist der nicht so schnell? Das ist ja von alleine. Oh. Ach nee, jetzt hat er ihn. Moment. Collect Toy. Ei! Er hat ihn wiedergebracht. Guter Hund. Guter Hund. Kommt normal. Funktioniert. Frag mich gerade, wer da wen erzieht. Der Hund ihn. Es dauert aber, bis der Mensch das kapiert hat. Ja. Ach, schön. Interessant. Schön wäre es, wenn man den Ball wieder aufnimmt. Dass er dann automatisch im Inventar, also im Gürtel wieder landet. Werfe nicht zu weit. Hat er ihn jetzt? Ja. Hat er. Da. Cool. So, dann machen wir das ein paar Mal. Ich mache mal ein Foto davon jetzt. Hey, pass mal auf. Wir machen das anders. Wir machen mal... Und? Caron, danke für die Bits, danke für die Bällchen. Oh, wie geil. Ach komm, kauf mal, scheiß drauf. Oh, eine fertige Nailgun. Jetzt kaufe ich sie mir. Herbal Antibiotika? Kenne ich noch nicht. Gucken, ob die Tomaten haben. Ja, bin ich dabei. Na nun, kein Bock mehr? Okay, also einmal musst du noch. Okay, den habe ich sehr weit geworfen. Wo ist er denn? Kommst du mir jetzt schon hinterher? Jetzt lass ihn noch hier. So, kannst du jetzt schon folgen? Nee, warum bist du nicht glücklich? Komm her, ich schlag dich wieder mit dem Halsband. Happiness 16, das ist doch schon mal nicht schlecht. Loyalty 20, ist das gut? Ich weiß nicht. Hund, sprich mit mir. Ja, besser als nichts. Werf mal zwei Bälle. Ich glaube, ich verwirr den. Jetzt ruf ihn. Nee, warte mal, ich versuche mal zu rufen. Warte mal. Warte, Mushroom hat er hier. Ah ja, doch, Hund kommt hinterher. Läuft er mir jetzt auch direkt hinterher? Ja. Bell hat Spaß mit Flaggen. Hier ist der Knopf übrigens. Warte mal, Hund, jetzt bleibst du mal da stehen. Ich stell dich mal hier ab. Ich hoffe, dass der in der Horde nicht umkommt. Ja, wegsperren. Okay, ich kann jetzt Herbal Antibiotika Number herstellen. 6. Cool. Martin kriegen wir auch noch. Der wird doch wahrscheinlich, jetzt bekommst du ein Leckerli. Ja, genau. Nochmal, eine Callpad nochmal. Hier eins. Hier hin. So ist gut. Komm mal her. Läuft. Ich glaube, der tänzelt hier mal so ein bisschen rum, ne, oder? Weiß nicht. Und jetzt F6. Also, wenn du Erfahrung gemacht hast mit dem Hund, dann... Das ist eine Sache, Arcanum. Aber ich glaube, das Körbchen ist nur Deko. Aber natürlich, sein Körbchen musst du natürlich auch da unten legen. Wo ist er denn? Da vorne, okay. Bleib halt mal hängen, ey. Dann haben wir Honig. Wir können ich Herbal Antibiotika 18:22 Also wir müssen dann mal gucken. Wegen. Ja, ich bin schon auf dem Rückweg. Wegen Hörtchen, ne? Ja, aber hat sich gelohnt. Ich bringe auch ein bisschen Munition mit. Und alles, was noch brauchbar kaufen konnte. Mhm. Weil Geld ist ja bei uns Abfallprodukt inzwischen. Er könnte natürlich auch hier im Haus bleiben, ne?
Dem kannst du sagen, stay here, machst die Tür zu und fertig. Nee, der bewegt sich immer im Umkreis. Ich habe ihm gesagt, genau gesagt, stay here bei seinem Essen. Ich hoffe, dass er es findet, das Essen. Ja, aber trotzdem Türen zu und so, ne? Nicht, dass er abhaut. Nee, der steht draußen auf der Straße. Ach so. Okay. Gut. In unserem Haus haben wir unten keinen Eingang. Hm. Da haben wir nur Spikes in unserem Haus. Dann brauchen wir eine Hundehütte oder so eine extra Bude. Ja, eine Hundehütte würde ich ihm dann bauen, irgendwo hier draußen. Ja, mach das mal. Projekt Hundehütte. Mache ich dann aber nach der. Ja, denke ich mir mal. Ich hoffe nur, dass er in der Horde nicht umkommt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn er rüber zu dem Burgerladen, zu dem Shake-Laden schießt, ne? Weil da ist der Hund. Aha. Asrak? Ja. Lan? Okay. Nicht mit Waffen rüber schießen zum Burger, zum Shake-Laden, weil da ist der Hund halt, ne? Hab das mitbekommen. Ja, okay. Ich wusste nicht, ob du überhaupt da bist, weil du seit gefühlten 20 Minuten gar nichts mehr gesagt hast, glaube ich. Du warst so mit deinem Hund beschäftigt, ich wollte dich nicht stören. Okay. Hast ja sogar recht. Okay, dann mache ich mich schon mal aus, gehe fein und so, wir haben die Sniper, wir haben die AK, wir haben das Ding. Passt doch alles. Crossbows kommen hier mit rein. Ein paar Painkiller kommen hier mit rein. Und die Range brauchen wir nicht. Die kommt da rein. Ach, vielleicht brauche ich doch. Nee, dann nehme ich mir so einen Hammer mit. Und Forged Iron sollte ich mitnehmen, glaube ich. Ne? Forged Iron sollten wir ins Inventar nehmen. Geil. Schnappt euch mal ruhig ein bisschen Forged Iron für die Horde im Inventar, damit man zur Not das, auf dem man steht, dann reparieren kann. Und das kam ja mal so als Tipp. Wo sind die ganzen Hämmer eigentlich geblieben? Die ganzen Hammer. Ja, dann nehme ich mir doch meine Wrench mit. Ach, da sind die. Alles klar, dann nehme ich den Hammer. So, was trinken noch? Haben wir irgendwo noch Cyankali-Tabletten? Ich will dem Hund noch Butter machen. Für die Tiere gibt es ja auch nur extrem. Entweder in einem Bunker angefertigt oder auf offener Straße stehen. Das stimmt. Die Tiere haben hier echt nichts zu lachen bei uns. Ausgelacht. So, 19 Uhr, pass auf, ich gehe schon mal rüber und ich hole mir mal eben ganz kurz noch einen Cappuccino für die Horde. Brauche ich noch irgendwas? Warum habe ich denn gar keine Crossbow-Munition? Ach, da unten habe ich die, alles klar. Apropos, ja. Du hast noch meine Crossbow-Munition. Hattest du nicht neue hergestellt? Ich kann das gerade nicht gucken. Ja, das ist blöd, weil die reicht jetzt nicht für zwei Leute. Dann nimmst du die Crossbow. Also hatten wir das nicht gesagt so von der... Ich dachte eigentlich, also du blockierst jetzt auch die Munitionskiste. Ich kann da jetzt wirklich nicht reingucken. Dann gehe ich davon aus, dass du einfach welche herstellst jetzt. Eigentlich dachte ich, wir hätten das Thema vor zwei Folgen gehabt. Da sagtest du doch, da habe ich doch gesagt, nee, kannst du doch ruhig herstellen irgendwo. Du kannst sie doch auch. Oder nicht? Mir war so. Wir brauchen erstmal wieder Spitzen. Und dann sagtest du, ja, du wolltest mir nichts wegnehmen. Und dann hab ich gesagt, nee, mach doch ruhig. Und dann dachte ich eigentlich, ich bin beschäftigt. Ich habe keine Zeit. Ich mach die ganze Zeit Garten und so. Also ich sehe 169 Steel Crossbow Bolts da oben in der Kiste. Ich dachte, warum, das sind deine. Warum nimmst du die nicht einfach? Weil ich dachte, dass es deine sind. Nee, das, was in der Kiste ist, gehört nicht mir. Was in der Kiste ist, gehört allen. Meine habe ich ja im Inventar. Dann nehme ich die nachher mit. Ich muss bloß gerade das Inventar bei mir leer machen. So, dann passt das ja. Dann hast du ja doch was. Das ist gut. Samim, na wenn. So, okay. Dann... Ja, nee, dann passt das ja, wenn wir alle was haben. Dann ist ja super. Ich dachte schon, du hättest wirklich jetzt gar nichts, aber... Ich mache mal lieber zu. Ich hoffe nur, dass der Hund da stehen bleibt.
verlässt andere Arbeit, spielt dafür lieber mit dem Hund. Komm, einmal mit dem Hund spielen musst du doch sein. Irgendwie so. Nee, der Hochhaus wurde, Frankie Zucker, der Hochhaus-Rucksack wurde mitgenommen von Well. Ja. Ja, den habe ich mitgenommen, Lanz Rucksack. Da waren ja auch noch recht viele Schuss drin. Und. Kann den nicht herstellen? Machete? Läuft denn da gerade schief? Die kann hier bleiben. Die kann hier bleiben. Die kann erstmal. Okay, da drüben geht's schon los. Oh, ich hätte fast einen Hörsturz bekommen hier. Durch den Autoturret. Der kann den auch nicht herstellen. Meine Güte. Also die Machete irgendwie, die funktioniert noch nicht so richtig. Hä? Wieso? Warum? Inwiefern? Was funktioniert an der Machete denn nicht? Ich habe die Machete gelernt. Ich kann sie aber nicht bauen. Ich gehe in die Workbench und er sagt mir, nö, ist nicht. Okay. Crafted in Workbench or by NPC Smithy. Dem habe ich sie angeboten, der wollte auch nicht. Ah, ich habe keine Munition mitgenommen, das ist doof. Also jedenfalls vielleicht muss ich Ihnen eine echte anbieten. Also mitgenommen habe ich halt keine, warte mal. Ich muss vielleicht noch 7,62mm Schuss mal eben mitnehmen. Pass mir den Turret auf wegen dem Hund. Hm. Gut, da wo der Turret steht, dürfte der Hund den Hund ja eigentlich niemals treffen, aber stimmt. Aber wenn, dann würde der wahrscheinlich als Kollateralschaden, ne? Der würde ja normalerweise nicht auf den Hund schießen, der Turret, ne? Kommt drauf an, wie ich der eingestellt die Turret so eingestellt, dass sie nur auf Zombies schießen, nicht auf alles andere. Okay, alles klar. So, Schuss habe ich jetzt genug dabei. Passt. Passt. Dann kann es ja losgehen. Ich freue mich auf die Horde. Also ich gehe schon mal rüber, ne? Ja, ich bin noch zu Gang. Ich warte noch auf den Schmied. Ihr habt die Uhrzeit im Blick, ne? Ja. Doch, auch auf den NPC? Nein, du kannst es einstellen, ob er auf neutral schießt oder sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was man da einstellen kann. Wobei, du wirst da auch geguckt haben. Gehe ich mal von aus, dass der es nicht in Gang ist, dass man das einstellen kann, auf was er schießen soll. Der schießt trotzdem auf NPCs. Ah, okay. Das mache ich jetzt natürlich nicht ausschließen. Oh, der hat zwei Turrets aufgestellt. In die Richtung ist einer. Er hat Machete gelernt und er hat sie versaut. Fuck. Schmied, du bist so ein Arsch. Also, das schießt auch auf Nashörner. Also, so eingestellt haben, dass es nur auf Zombies schießt, glaube ich gerade fast nicht. Tatsache, okay. Target Zombies, doch hast du eingestellt. Ja, aber er schießt, also man kann einstellen Zombies, unbekannte Strangers, Allies und Self. Ja, also der hat hier eben sich komplett leer geschossen auf so ein Nashorn. Und das, daneben liegt ein Hirsch. What the fuck? Und was ist, war das jetzt ein Kaninchen oder was? Ich weiß nicht, auf was der Turret schießt, aber hier sind keine Zombies. Aber der knallt sich gerade komplett leer, der Turret. Der hat jetzt gleich keine Zombies. Ich höre nicht schießen. Ist vielleicht. Ja, du stehst ja auch nicht 2 Meter daneben. Ich höre ihn. Ich sehe ihn auch schießen. Okay. Das ist ein bisschen doof. Alter, ist noch ein Nashorn. Naja, kann man nicht ändern. Ja. So, wollen wir uns verabschieden eben? Ich hole mir noch mal eben kurz einen Cappuccino und dann bin ich auch gleich wieder da. Wir haben 23 Minuten. Asrak? Ja. Okay, also ich sag mal tschüss, du kannst ja gleich noch und du kannst ja ruhig alle aufnehmen. Ich bin mal eben kurz weg, dann breche ich die Aufnahme ab. Bis dann. Tschüss.